Wir haben uns daran gewöhnt, Dinge zeitgleich zu machen, beziehungsweise zeitgleich machen zu wollen. Beispielsweise schauen wir Fernsehen und gleichzeitig surfen wir im Internet oder kaufen etwas online ein. Beim Telefonieren schreiben wir gleichzeitig eine Einkaufsliste, beim Putzen hören wir ein Hörbuch oder einen Podcast und beim Computerspielen kommunizieren wir parallel via Teamspeak oder mit dem Chat. Aber Multitasking funktioniert nicht. Das ist keine neue Erkenntnis, sondern schon von 2009. Damals kamen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Stanford University in einer Studie zu diesem Schluss. Unser Gehirn kann das nicht leisten. Stattdessen schwenkt unsere Aufmerksamkeit in Bruchteilen von Sekunden von einer Aufgabe zur nächsten. Der Mensch kann zwar Dinge gleichzeitig tun, das sind dann aber unbewusste bzw. automatische Abläufe. Meistens sind es Routineaufgaben. Umso vertrauter uns ein Prozess ist, desto leichter fällt uns die Ausführung. Wer Routine, sagen wir mal, im Autofahren hat, kann gleichzeitig ein anspruchsvolles Gespräch führen. Aber wer das Autofahren noch erlernen und einüben muss, wird das nicht gleichzeitig hinbekommen. Es hat also durchaus seinen Grund, warum manche Menschen für das anspruchsvolle Rückwärts-Einparken erst einmal die Musik ausschalten müssen. Wir können das alles trainieren, indem wir die Abläufe einüben. Wir üben dann aber nur die jeweilige Tätigkeit ein und kein Multitasking. Sehr gut nachvollziehbar wird das, wenn wir uns Folgendes näher anschauen. Zwei Entscheidungen können wir nicht gleichzeitig treffen. Versetzen Sie sich in folgende Situation. Sie sind gerade dabei, sich beim Online-Shopping zwischen zwei verschiedenen Kühlschränken zu entscheiden. Jetzt kommt Ihre Partnerin oder Ihr Partner herein und fragt, welches Gericht Sie zum Essen bestellen möchten. Sie werden diese beiden Entscheidungen, Kühlschrank und Essen, nicht gleichzeitig treffen können. Und es liegt daran, dass die Kapazität unseres Arbeitsgedächtnisses und damit die Kapazität unserer Aufmerksamkeit begrenzt ist. Wir können uns also daran gewöhnen, Dinge zeitgleich zu tun. Die Aufmerksamkeit ist dann aber immer geteilt. Und je weniger Routine wir in einer Sache haben, desto mehr Aufmerksamkeit beansprucht sie auch. Und desto weniger kann man sie mit anderen Tätigkeiten vereinbaren. Multitasking ist also der Versuch, Dinge gleichzeitig zu tun, obwohl unser Gehirn dazu nicht in der Lage ist. Das löst unweigerlich Stress in uns aus. Je nachdem, wie belastbar wir insgesamt sind, werden wir uns davon langsamer oder schneller erschöpft oder überfordert fühlen. Und es ist ja ein bisschen verrückt. Wir verstehen schon, dass wir nicht ein Buch lesen und dabei die Tagesschau schauen können, aber es fällt uns schwer zu akzeptieren, dass wir beim Telefonieren nicht auch noch eine Mail beantworten können. Jedenfalls nicht, ohne uns zusätzlichen Stress oder Fehler zu verursachen. Im Digitalen haben wir schier unendliche Möglichkeiten, Dinge zeitgleich zu tun. Die Verführung ist größer, weil so viele Dinge auf einem Gerät nur ein Klick bzw. ein Touch entfernt sind. Vor diesem Hintergrund ist es eine lohnende Strategie, sich gezielt auf eine Sache zu fokussieren. Monotasking oder Singletasking ist das neue Schlagwort dazu. Dafür gibt es Einstellungen auf unseren Smartphones, auf unseren Tablets, auf unseren Computern. Aber zunächst müssen wir unsere Einstellung im Kopf ändern.